Die besten Glückwünsche. Ihr habt eure Begabung im Talent bei Nacht und Nebel durch die Lektüre des Buchs Der Schatten, dein Freund, erhöht. Eure Fähigkeit ist nun mäßig und immer noch verbesserungswürdig. Okay. Eine Erweiterung immerhin mäßig, an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Ich finde, es geht noch. Da geht was. Also da ist noch mehr drin. So. Potenzial ist vorhanden, ja. Ich meine, wie gut sind wir denn eigentlich in Rhetorik? Das war doch irgendwie bei Sitzungen und Duellen vor Gericht. Okay. Ist vielleicht nicht so schlecht. Anschwärzen, Pamphlete und Predigen. Okay. Da gab es aber noch irgendwas mit Rhetorik hier. Wo war denn das noch? Na, war das nicht das? Achso, mit die Steigerung. Talisman, eine Art von... Was? Nee, das war's glaube ich nicht. Aber ein Armreif, den wollte ich noch holen. Mhm. Dann bestechen wir damit nochmal ganz kurz den Richter. Ich hoffe, das... Na? Benutzen. Ich hoffe, das geht auch auf den Richter. Der Richter ist vollkommen unbestechbar. Ey, das gibt's gar nicht. Na, dann halt hier Rupert Schmoll, dann... Nimm halt du das Ding und gut ist. Schmoll nicht. Schmoll nicht so rum. Amtsinhaber der Landesebene. Gut, gehen wir mal durch. Also Edelsteine machen gar nichts. Silberring. Gegen jeden Stadtdiener, Stadtschenke, Informanten bringt 0. Mhm. Schutzkreuz. Klingt auch nicht wirklich. Nee, Silberkette. Kirchliche Ebene, okay. Goldkette, Landesebene. Gürtel. Für Kampfboni, AP-Boni, Armbrust. Auch eher Kampf, so gefühlt. Weil vor Gericht mit der Armbrust. Ich glaube, das bringt dir eher Nachteile. Früh übt sich, wer ein wahrer Gelehrter ist, so kleines Kind, solange. Ach, das ist für Kinder, das Rhetorik-Ding, verdammt. Dünnbier. Glückstein, Kräuterschnaps. Kräuterschnaps? Ja. Bombe, Blume der Zwietracht. Giftiger Dolch, Farbe. Heiligen Duft. Ist aber was anderes. Ihr habt wieder einmal zu viel von einem Kerbholz. Schon ein Tropfen genügt, um einen Hauch von Heiligkeit und gibt euch. Milder behandeln, aber es ist eher für Angeklagte, ne? Mhm. Moschusduft. Ist eh alles nicht da. Topfgranate. D'Artagnan-Duft. Schattendolch. Oh, nur irgendwas für Diebe. Können wir eh nicht verwenden, glaube ich. Nö. Das hilft auch nichts. Das ist auch nicht. Tuchkräuter. Lederwams. Die Renovierung eines eurer Gebäude ist abgeschlossen. Ja, viel mehr ist eigentlich nicht drin, also. Ich meine, 10 Uhr ist ja eh bald, ne? Ja, ich meine, wir können jetzt nochmal so einen Silberring an die Dame verschenken. Oder selbst benutzen wir ja selbst, ne? Ja. So, wie schaut's denn aus? Wichtige Person, Prozess und Spionage. Richter ist... Naja. Rupert Schmoll ist vollends begeistert und sie eigentlich auch. Ich sag mal so, ich glaube aber, der Richter entscheidet schon auch eher nach dem, was er so hört. Und wenn wir rhetorisch ihn überzeugen und die Beisitzer, ich sag mal, ihn vielleicht auch noch mit überzeugen, was der sagt, ist gut, dann... Ja. Euer Prozesstermin, ihr habt einen angenehmen Termin vor... Was? Einen angenehmen? Ja. Ein, dann ist er mal angenehm.
Wir haben ihn ja quasi verurteilt oder sind dabei, ihn zu verurteilen. Es ist für uns eher angenehm. Ich darf um Ruhe bitten. Hiermit ist die Verhandlung eröffnet. Hallo? Ich komme mir irgendwie vor wie so ein Angeklagter. Ich werfe euch Folgendes vor. Wir stehen nebendran. Gut. Es reicht. Ihr habt lästerliche Schriften verbreitet oder gekauft. Angeklagter, ihr seid dieser Verbrechen beschuldigt. Was habt ihr dazu zu sagen? Ich bin unschuldig. Kommen wir nun zur Urteilsfindung. Schuldig, kein Zweifel. Schuldig, kein Zweifel. Ganz klar schuldig. Damit ist der Angeklagte überführt. Mein Urteil lautet, ihr müsst eine Geldstrafe zahlen. Die Gerichtskosten trägt der Angeklagte. Damit ist die Verhandlung geschlossen. Das ist alles. Er wird ja gar nicht zum Tode verurteilt, bloß weil er Bücher gekauft hat. Pamphlete oder sowas ähnliches. Ja, aber ich würde sagen, wir lassen unsere Spione mal an ihm dran. Ja. Sowieso, oder? Ja. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Gut, ja, was steht sonst noch so an? Meistergrad kommt der letzte erstmal in 2 Jahren oder so, schätze ich mal. Oh, ich weiß nicht, war es nicht schon 45? 47 doch, Tatsache. Eure Spione haben euch Beweise verschafft. Ah, komm, es ist da. Okay, Udo Ärmler bei einem Verbrechen beobachtet. Gleich Neuanklagen und so? Ja, warum nicht? Was hat er denn? Anklage erheben. Drohungen, 3 Fälle. Das klingt schon nach mehr. Da könnte er eventuell verurteilt werden. Also für zu Zuchthaus oder sowas. Ja. Das ist denn Sophie Alsberger. Hey, das ist unsere Frau, oder? Vielleicht, ja. Ja. Oh, Entschuldigung, ich war wieder zu schnell, ne? Ja, doch, ist sie. Ja. Ah, seht nur. Ihr habt euer nun Verständnis im Talent bei Nebel. Na dann. Nebel. Wenn die uns nicht mag, dann weiß ich auch nicht. Weiter. Ja, doch, geht so. Du bist besser als... Oh Gott, die darf... Nein. Der Richter eben, was denn? Die muss sterben. Wieso? Naja, die hat 300.000. Ist aber noch 3 Jahre jünger. Quietsch Fidel. Ja. Quietsch Fidel Castro, ja. Eure Spione haben euch Beweise verschafft. Aber was? Nee, will ich nicht. Nee. Moment. Aus halt. Unzufriedenheit aus? Gestohlen. In einer Bierlaune. Wobei, ich wusste, es hätte nicht Wirt werden sollen. Aber wenn es Bewunderung und Gunst des ganzen Klerus gibt, das kann so schlecht erstmal nicht sein. Achso. Ja. Ja. So, fast 5.000. Na gut. Oh, noch ein Verbrechen gegen Udo Ärmler. Jetzt geht's hier ab. Aber. Jetzt geht's los. Nekromantie. 5 Verbrechen. Nekromantie, war das nicht Leichenschändung oder sowas? War es Nekromantie oder Nekromantie? Du kannst doch dein Skype-Fenster mal kurz klein machen und dann mal kurz also, Wikipedia anschmeißen. Ja. Ich meine, es könnte ja hinkommen. Wenn er so ein Totenfeld, wenn er so ein Totenfeld betreibt und oder zumindest irgendwie Totenbeschwörung, ja, okay. Totenbeschwörung. Oh, aber 5 von diesen Dingen, das könnte hart. Das wird übel. Das Problem ist nur, ich glaube, wir müssen den dann nächste Runde nochmal anklagen. Können wir das nicht auf einmal? Mann. Ihr wurdet bestohlen, ja super. Oder von eigenen Angestellten. Ein Gedicht.
Naja, und war wohl kein gutes. Diese Gedichte in der Kirche, ein Gedicht. Ja. Mhm. Ja. Was macht eigentlich unser Dom? Immer noch nicht, alter Falter. The Dome? Der kriegt immer so ungefähr 25% je Runde. Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja. Was geht denn hier für ein Film? Was ist das hier? Was denn? Ja, ich weiß ja. Prügelei oder was? Nee, das ist, glaub ich, der Ausbauungs... Nee, Ausbauung ist das. Oder, keine Ahnung. Das ist Faust mit Knüppel? Hau dir einen auf den Kopf. Spitzel Juckberg Schlons. Na denn. Ja. Müssen wir jetzt die neuen Richter und Geschworenen wieder bestechen, oder? Mal zumindest mal reinschauen, wie die uns leiden können, würde ich mal sagen. Ein Richter schon mal gar nicht. Und der auch nicht, und das ist unsere Frau. Also auch nicht. Na, Jolande Domburger, oh Gott, auch noch so ein Konkurrent, ey. Ja, zumindest mal einen von den Waldemar Flach sollte man, glaube ich, mal bestechen. Ja, und das nicht gerade wenig. Mhm. 10.000? Dann mal gucken, wie viel es gebracht hat. Noch nicht mal voll. Was kriegen wir denn? Es gab doch irgendwas. Entschuldigung, weil ich jetzt hier andauernd hin und her klicke. Richterin. Ist sie dann automatisch irgendwo hier? Ja, hier. Sie ist also im Stadtrat. Also müssen wir irgendwas kaufen, was auf Stadtebene Einfluss gibt. Ja. Ja. Hier schon mal durch gar nichts. Also eine goldene Schärpe könnten wir uns eine neue zulegen, weil die hält, glaube ich, nicht mehr lange. Ja, diese Runde wahrscheinlich noch. Gewandschneiderei. Oh Gott, find die jetzt erstmal, ey. Bankhaus, Parfümerie, Alchemist, Villa, Bürgerhaus, Alchi, Schmiede, Haus, Hütte, Palazzo, Wirtshaus, Diebesgilde, Arbeiterhaus, Sägewerk, Parfümerie. Gibt es hier keine Gewandschneiderei oder was? Doch, wir hatten doch da schon mal eine. Stadtwache, Steinmetz, Lager, Gewandschneiderei, da haben wir es doch. So, eine goldene Schärpe bitte. Macht 1807. Ching. Ja. Beehren Sie uns bald wieder. Okay. Ja. So, dann, was gibt's denn sonst noch? Wo war denn jetzt diese goldene Schärpe? Oder was ist das hier? Was war das noch? Kampf, okay, ne, das wird man nicht. Ja. Zauberhut war. Wer einen Zauberhut trägt, dem können wunderbare Dinge widerfahren. Interessant. Hilft Wunderliche, uns nicht wunderbar. Die wunderlichsten. Das heißt jetzt nicht zwingend, das sind gute Dinge, oder? Ja, ich glaube ja. Für mich auf den ersten Blick so, naja. Kann auch nach hinten losgehen. Verwendet ihr Krötenschleim am Wohnsitz eurer Konkurrenten, so besteht eine Chance, dass das Haus bezahlt, ein unappetitlichen Zeug ansteckt und eine Krankheit holt. Okay. Elixier Dr. Faustus Bombe. Ausdauer. Trank? Nein. Duellen, die Knie zittern? Nee. Des anderen Geschlechts durch die Verwendung des Wässerchens steigert. Okay, wo gibt's das? Parfümerie, davon gab's doch so einige hier. Ja. Bank. Parfümerie da. Kaufen.
Blume der Zwietracht? Nee. D'Artagnan's Duft? Lieber nee. Gast, schau dich um. Kann das sein, dass die es da einfach nicht haben? Mhm. Scheint so, ne? Ja, ich gehe schon gerade in den anderen da unter, obwohl das ist jetzt was völlig anderes. Was ist das denn? Ein Suchender. Batman? Nee. Hey, das ist doch eine Parfümerie? Alchemistenstube? Ach, das sind zwei verschiedene, oder was? Scheint so. Ja, wobei, eigentlich bin ich davon ausgegangen, ja. Krötenschleim? Nee. Krötenschleim? Nee. Wo ist denn hier nochmal Palazzo? Säge, Parfümerie da. Die verzweifelte Suche nach einer Parfümerie.